The hell you are? LAPD. We'd like to take a look around. The hell you will, motherfucker. You carrying a warrant? No, do we need one? Search the place, Cole. Okay. What do you think you're gonna find, policeman? Huh? Ich habe ein Telefon gefunden und Zettel, die gerade durch die Gegend fliegen. Okay. Ist ja nichts schlimmes. Phantom. Fine radio. Shortwave, AM and FM. My father has a Scott. Ah, Moment. Allerleich. Wir hatten doch hier so eine Radiosendernotiz gekriegt. JJ hört immer 275 FM. So. Müsste ja, glaube ich, so reichen. Yeah! Drogen! No wonder this thing is sounding a little muffled, Jermaine. Brennan! Wilt! Get over here! Take these assholes apart. You heard the boss. I'm here to Pompey. Hey, was? Alter, du kriegst eins aufs Maul, ey. Clean them up quick, boys. I ain't got time for this. Come on, come on. Beat these sons of bitches down. Go. So. Sit tight, asshole. Pretend you're at the parlor getting your nails done. Cole, you better search through that stuff in the radio before you brace our friend here. Ich bin schon dabei. So, was haben wir denn da? How many starving musicians pay with perfect clean 50s? Oh, die nehme ich aber auch. Wow. Too much for felony possession. I'm thinking intent to supply. Nee, da waren wir gerade schon, mal lieber Freund. So. Genau dieselben Injektionsspritzen haben wir auch am Tatort gefunden und auch in dem Laden, also an der Imbissbude. Tja. Und wir Ottis Lotterie los. Your friend Fleetwood was also a betting man, Jermaine. So. Na, ihr Arschkrampen? Genau, ruht mal schön aus. Die Kollegen sind gleich da. Ihr kriegt auch eine gesonderte Zelle. So, du Klötenlöde. Martin Tyree are dead. At a stretch, the DA could have you on felony murder for supplying stolen government money. Tyrone and Cornell are dead. They're on a slab downtown with the ME examining their last meal. Popcorn washed down with morphine. You offering me a deal? I have a pet judge who hates blacks. He'll give you 50 years for your two buddies. Another 30 for stealing from Uncle Sam. You'll be out by the time you're 110. Imagine the changes you'll see. I get the message. How much is this gonna cost me? Ich glaube, das wird dich gar nichts kosten. Du gehst einfach in den Knast und gut ist. Du Grinsekatze. So, Morphium aus dem Armeevorrat. Who supplies the morphine? I don't know nothing about that. Davon weißt du nichts? Tja. Das ist jetzt die Frage. Die Wahrheit ist es auf jeden Fall nicht. Das kann ich auf jeden Fall schon mal ausschließen.
Gehen wir mal auf Anzweifeln. So ja. Make you for all of it. You're the fall guy from Mickey Cohen. In case you haven't noticed, I'm a colored man. You see any Jew boys running around here? I collect my cut. Lenny the Fink controls the action. Lenny who? Lenny Finkelstein, Mickey's dipshit brother-in-law. So. Otis Rolle. What's the link between the morphine and the numbers slips? There is no link. You're wasting your time here. Da gehe ich auch mal auf Anzweifeln. You either rat out the next link in the chain, or you spend the rest of your life in jail. Are you gonna put that in writing, asshole? So, und jetzt? Schade, den Spasti können wir jetzt nicht mitnehmen. Very, very schade. Hat er vielleicht einen Tipp für uns? Plenty of white crooks for you to roust in this town. Why not leave me alone and try City Hall? Hä? Was soll das denn jetzt? I'm at a loss. He's sitting on something here, Cole. Turn the place over till you find it. Stell alles auf den Kopf, bis du etwas findest. Gut, dann... Da scheinen wir irgendwas übersehen zu haben. Ich nehme jetzt einfach mal... Okay... Ah. I hope none of this stuff is purloined, Mr. Jones. I have a receipt for that thing. Somewhere. Mm-hmm. So, ja. Hä? Meine Güte, da klickst du und klar, danke sein. This doesn't pertain to the case. Gut. Oh, was zu trinken? Prost! Was ist denn das? Not everything here is going to be was ist das? Whisky! Oh yeah! Saufen! So. Und was haben wir hier vorne wahrscheinlich noch übersehen? Ach, hier. Haha, ja. Immer mit Sorgfalt geliefert. Ramez Removals. They must have taken special care delivering this for you. Jupp. So, du. Straputzki. Hast du uns noch was zu sagen? What's the score with Ramez Removals? I brought a radio from there. That's all. Ich hab dann ein Radio gekauft, das ist alles. Hm. Ach komm, das zweifle ich auch an. Wird wahrscheinlich falsch sein. So when we visit Ramez Removals, okay. Tell them that we hey. Want a special bookcase or wardrobe to hide our dope in. You're gonna be copacetic. And when we tell them their good friend Jermaine sent us and said they could do a nice deal for the LAPD. I could use an act like you two. Those fucks Abbott and Costello are on the slide. Hollywood could use another couple of deeply unfunny white bread humps like you. Very good, Jermaine. You have character. Now cough it up. Ramez is a good friend of Lenny the Fink. You getting the picture? Mm-hmm. Take them all in. We have a deal, right? We're after the morphine. I'll speak to the DA on your behalf. You have my word. Ja, ja.
Drei Gangster weg von der Straße. Tschüssi. So. Jetzt gehen wir mal eben telefonieren. Moin! Cole Phelps, Badge 1247. Nee, Kuczynski Verwaltungs GmbH. How can I help, Detective? I need an address for Ramez Removals. That's Ramez, R-A-M-E-Z. Just checking. Ramez Removals, corner Sunset and Wilton. Owned by a Jose Victor Ramez. Thanks for your help. Okay, danke schön. Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? So. Jetzt fahre ich zum nächsten Ort. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal zu dem Lotteriegeschäft. So. So Mickey Cohen or Jack Dragna stole the army surplus. Mal los. And they are selling it on the streets? Looks that way. But the mob wants returned customers, not corpses. Why haven't they cut the morphine? Oh, oh. Good question, Detective. This robbery happened months ago, right? The beginning of the year. So why are the proceeds suddenly turning up now? Another good question. But where does it get us? It's like asking questions in the middle of the movie. If you just sit tight and keep your yap shut, you'll find out what happens. We need to follow the evidence. Natürlich müssen wir den Beweisen nachholen. Ah. You drive. I need to go over the case notes. Ja, ja, ich weiß, wir stehen hier mitten auf der Kreuzung, aber wir dürfen das. Wir sind Bullen. Wir haben da die berechtigte Erlaubnis. Car 11K. We'll handle the outstanding suspect. Sure. 11K, see the detective, a possible 484 at Sunset and Ivar. Bookmakers, 11K. Detective Phelps. Look, Phelps, in a minute a bag man named Rampley's gonna walk in here and put a mint on some horse running in the fifth. We don't care about Rampley so much as we want his boss. He's the one we're gonna put away for fixing the race. You're hoping Rampley will lead us to him? Bingo. Here's what you're gonna do. Get in there, blend in, wait for our mark. He'll be in a dark coat. Wait until he hands over the cash, then tail him. Good luck. Okay, der trägt also einen dünklen Mantel. Warum kein Helm? Fällt doch viel besser auf. Keep an eye on the place. See him? Saw his picture in the paper. Moin. Worked that case with the lady cut up like the Dahlia. Ah, das ist er, glaube ich. Er trägt einen Anzug, aber keinen Mantel. Give me a grand on cavalcade in the fifth. So, jetzt will ich nur hoffen, dass die Frames soweit im grünen Bereich sind. So. Einmal hier zum Action. Na? Los, du Klötendüdel, geh weiter. Hey, come on, this ain't New York. Was ist mit New York? Playing hide and seek, Mac? Yep.
Got it, boss. A full G. She's coming in at 20 to 1. You and I are about to retire. LAPD! You're both under arrest! Ja, der erste wäre schon mal weg. Sie sterben! Das ist die Electric Chair. So sterben gehen, Hallöchen, Mensch. Ah. Typisch. So, nächste Straßenverbrechen aufgeklärt. Boom, Baby. Car 11K calling KGPL. Ambulance required at Sunset and Ivar. Ja, ja, shots ja. Fired and suspects are down. We're code 4, but I'll need an ambulance in a corner. Roger that, 11K. Die Verdächtigen können wir da auch liegen lassen, da wird ein Teppich drüber gelegt, dann fällt das nicht auf. Oh. You're behind the wheel. Genau, fahr mal. Kannst doch einen fahren lassen. Ja. Jetzt aber zum Lotteriegeschäft. No parking? Warum? Ich park da immer. Moin! Oh, schöner Frame-Einbruch. Dankeschön. Was lag denn da? Ach, das war eine Kiste. Ich dachte gerade schon, was liegt denn da? Detectives Phelps and Earl, LAPD. The name's Merlin Odie. I run a strictly legitimate bookmakers, detective. Yay! So that's not an illegal wire service that your colleagues are running? And the number slips that I've been picking up all morning with this address on them have nothing to do with you? I'll pay my kick to the Watts, and they pay their cut to the LAPD. You can't go shaking me down. You're a loudmouth motherfucker, aren't you? Anyone ever tell you that criminals are supposed to keep their mouths shut? Stay where you are while we look around. So. Schöne Küche, sollte mal sauber gemacht werden. Don't think this is anything. So, hier ist nichts weiter. Okay. Vielleicht hier irgendwo mal wieder eine Zeitung oder so. Das wäre mal gar nicht so schlecht. So, hier ist... Halt! Oh, Baseball! Yeah! Doesn't tell me anything. Ja, das sagt mir auch nichts. Okay. So. Na? Hier ist aber auch nichts. Oh. So, Moment, wir hatten doch hier diesen einen Hinweis. Nein, das war es nicht. Ach hier, seltsames Gekritzel. Also Kirsche, Glocke und Win. Kirsche, Glocke, Win. Nein. Alter. Hallo. Leute, ich glaube, ich mache da mal ganz kurz einen Schnitt, bis das hier richtig ist. Ich melde mich gleich wieder. Bis gleich.